Seit knapp 2 Wochen schwimmt da ein Action-Thriller mit Horror-Anleihen bzw. Creature-Feature ziemlich weit oben in den deutschen Netflix-Charts. Den habe ich mir jetzt endlich auch mal angesehen. Auch wenn ich damit ein wenig hinten dran bin, geht es jetzt hier um Im Wasser der Seine bzw. Sous la Seine oder Under Paris. Das ist dann quasi die deutsche, die französische Original und die internationale englische Variante des Films und erzählt die Geschichte von Paris im Sommer 2024, denn da sollen die Triathlon-Meisterschaften stattfinden, also quasi eine Metapher gegenüber den Olympischen Spielen, die ja dort stattfinden. Und da soll ein Teil dieses Triathlons in der Seine stattfinden. Das heißt, wenn dann Leute drin schwimmen, gibt es ja auch tatsächlich diesen Sommer, deswegen die Pariser ja Probleme haben, die Seine sauber zu kriegen. Und Macron ja selbst geschworen hat, er wird in dieser Seine schwimmen, weswegen die Franzosen ja das so aufgerufen haben, mit der bestimmten Uhrzeit, wenn Macron in dieser Seine schwimmen wird, zur richtigen Zeit auf Toilette zu gehen, damit dann das unterirdische Kanalisationssystem überfordert ist, weil ein Teil des Abwassers dann in die Seine gepumpt wird, damit dann dort sich eventuell Fäkalien drin wiederfinden. So sind die Franzosen, wenn sie keinen Bock auf was haben oder zumindest sagen wollen, wir sind dagegen. Warum ich das erzähle? Einfach nur, um so ein bisschen diese Anleihe zu zeigen, dass es zumindest eine Parallele gibt zu der Realität, die man hier im Wasser der Seine nimmt, weil ab dann wird es dann doch relativ hanebüchen, denn erzählt wird die Geschichte einer traumatisierten Wissenschaftlerin. Die ist deswegen traumatisiert, weil die auf einer Forschungsreise im Ozean wirklich Schreckliches erlebt. Aber die ist gleichzeitig fasziniert von Meereslebewesen und ganz besonders von einem bestimmten Hai oder einer bestimmten Hai-Dame. Aber dieses Haiwesen findet sich dann nicht mehr im Ozean auf einmal wieder, sondern mitten in der Seine, im Süßwasser von Paris. Eine Klimaaktivistin, die darauf aufmerksam macht, der Kommandant einer Flusspolizei, der sich so ein bisschen auf deren Seite schlägt und vor allem eine fiese Bürgermeisterin, die sagt, nein, wir haben ja ein großes sportliches Ereignis und es ist wichtig, dass das stattfindet. Wichtige und große und gute Bäder, das ist das, was wir brauchen. Und was soll so ein Hai schon anrichten, zumal der wahrscheinlich wirklich nicht in der Seine schwimmen wird. Das ist zumindest die Idee, aber es könnte dann eventuell ganz vielleicht etwas blutig werden. Und das ist dann Im Wasser der Seine ziemlich weit oben in den deutschen Netflix-Charts. Und muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin für sowas ja zu haben. So, Creature-Feature, Hai-Filme, ich liebe Hai. Das ist ja als Disclaimer ganz klar gesagt. Das sind faszinierende Tiere, die aber millionenfach immer noch getötet werden jedes Jahr und vor denen man eigentlich keine Angst haben braucht. Und trotzdem haben die Leute so oft Schiss vor diesen Tieren und sie werden so sehr misshandelt und Flossen abgeschnitten und dann im Wasser zurückgelassen und ertrinken dort bitterlich, weil sie nicht vorankommen können und zum Meeresgrund sinken und dem Druck ausgesetzt sind und. Das ist wirklich brutal und widerlich. Aber ich mag auf der anderen Seite, wenn man so ein Creature-Features zumindest so ein bisschen das nimmt, was uns auch bei diesen Tieren fasziniert, die viele Millionen Jahre alt sind und im Grunde die Prädatoren der Meere sind. Und dann ist es natürlich zumindest ein gewisser Respekt, den man dem gegenüber bringt. Nun hat man aber bei diesen Hai-Filmen im Grunde 2 Ebenen. Entweder man macht einen Trash-Film und da hast du von Sharknado über Sharktopus und Sandsharks und Ghost-Sharks und Avalanche-Sharks. Oder du nimmst es ein bisschen ernster und wählst dann auch sowas wie Open Water, wie der weiße Hai oder meinetwegen auch auf Shallows oder hieß der The Shallows, irgendwie sowas in die Richtung und kannst dann versuchen, so einen Thriller drum zu erzählen, wobei natürlich beide Seiten diesen schützenswerten Tieren nicht gerecht werden. Nur wenn du dann in der Mitte entlang schrammst, hast du echt ein Problem und das macht Im Wasser der Seine, finde ich. Der Film sieht zu gut aus für Trash und der ist viel zu bemüht, irgendeine Geschichte zu erzählen, die aber so hanebüchen und so schwachsinnig ist, dass ich sie nicht als Trash abstempeln kann. Die Hauptdarstellerin spielt schon fast gemeinerweise viel zu gut, sodass man versucht, sie ein bisschen ernst zu nehmen, aber die Figuren sind alle so schwach geschrieben. So ist diese Wissenschaftlerin zum Beispiel ganz am Anfang mit diesem Trauma konfrontiert, beziehungsweise erlebt das Traumatische, wird dann nochmal damit konfrontiert und dann spielt sie nicht mehr wirklich eine Rolle im Laufe des Films. Die politische Aktivistin ist im Grunde hier gespielt von Léa Levion, einfach nur eine, heißt Mika, die im Grunde genau dieses Zielbild ist von einer Person, die alles tun möchte, um ihre Ziele durchzusetzen und gar nicht bereit ist, mit Andersdenkenden zu reden. Dann hätten wir noch mit Nassim Leis, der spielt Adil oder der spielt Adil, diesen Kommandanten, wo ich denke, boah, der hat so ein richtig schwaches Spiel. Wenn man die ganze Zeit mal auf den achtet, der kann nicht einmal still sitzen, der muss immer irgendwas tun. Das kriegt schon fast so einen soapigen Charakter, wie der in jeden Blick was reinlegt oder noch so ein komisches Lachen hinterherjagt, wo ich mir so dachte, hä, das macht doch gar keinen Sinn an dieser Stelle. Und mit Anne Marion, die Pariser Bürgermeisterin spielt, hat man auch so dieses Abziehbild einer Politikerin, die quasi absolut nur als fiese Person dargestellt wird, die auf keinen Fall am Ende vielleicht überlegt, mal das Richtige zu machen oder Sachen wirklich nachzugehen. Und so bleibt es Bérénice Bejo als Hauptdarstellerin, wo ich denke, die spielt noch am geerdetsten, aber für diesen skurrilen Plot ist das ehrlicherweise schon zu gut an dieser Stelle. Und dann fällt es eigentlich gar nicht so schwer am Ende für den Hai
oder die Haie zu sein und zu sagen, ach komm, gönn dir, mach mal ein blutiges Schwimmerbuffet aus diesem Film, weil irgendwie sieht der noch am besten aus, aber auch hier ist er zu gut animiert für einen Trashfilm, aber sieht zu schlecht aus dafür, dass man den Film ernst nehmen könnte. Und dann haben wir dieses typische Problem, wenn du die Sachen viel zeigst und einfach nur zeigst, wie ein Hai einen Menschen angreift, dann denkt man sich, okay, blutig, blöd, gelaufen. Aber das wirklich Schaurige ist doch eigentlich, was uns Angst macht, wenn wir überlegen, in so einen Käfig zu gehen, wo Haie ringsherum schon oder ins offene Wasser. Ich bin zumindest mal mit einem Walhai geschnorchelt und ich fand das schon faszinierend mit so einem 12, 13, 14 Meter langen Tier und das war dann so 1-2 Meter von mir weg in den meisten Zeiten. Einmal wirklich so nah, dass ich so nah am Auge vorbei bin. Und das Faszinierende ist doch, dass man dann quasi sich in diesem Lebensraum dieser Tiere befindet und man im Grunde völlig ausgeliefert ist und so ein Urvertrauen braucht, wo aber auch Urangst aufkommen kann. Und damit müssen diese Filme spielen. Mit diesem offenen Wasser, was bei einem Open Water beispielsweise ja gigantisch gut funktioniert hat, wenn man sich so ausgeliefert fühlt und im Grunde dadurch diese Angst um Leib und Leben entsteht. Wenn wir aber nur zeigen, hier ist ein Hai, da ist ein Mensch, da kommt eine Flosse aus dem Wasser und zack, wird er weggeschnappert oder eben auch nicht. Das ist dann eher so das Resultat, das ist dann so die Spitze, wo es aber diesen ganzen Spannungsvorbau eigentlich braucht, um das anzunehmen. Warum ich das jetzt erzähle, ist, ich nehme den Film nicht zu ernst, aber er ist eben auch nicht lächerlich genug, um damit zu spielen, was man so für Klischees hat. Und da braucht man diese ganze Sache gar nicht erst hinterfragen mit Hai im Süßwasser in der Sand. Wie kann das funktionieren? Der Film macht sich sehr leicht, eine Pseudo-Erklärung oder andersrum, komplett diesem Thema auszuweichen. Aber ich dachte mir schon ganz am Anfang, gibt zum Beispiel ein Bild von einem Pottwal-Baby in einem Netz und dann sagt der eine Wissenschaftler zu ihr, er muss tagelang gelitten haben und ich sofort, warte mal, Pottwale, die tauchen zwar sehr tief und ich glaube sogar Kilometer tief, aber so lange können die nicht die Luft anhalten. Das heißt, wenn er in so einem Netz treibt unter Wasser, ist er doch nach 1-2 Stunden erstickt und in der Tat, Pottwale können irgendwie maximal ein bisschen mehr als 2 Stunden die Luft anhalten, glaube ich. Und wenn dann ein Wissenschaftler, wo ich glauben soll, okay, hier ist eine wissenschaftliche Crew unterwegs, sagt, er muss tagelang gelitten haben, muss jemand anders eigentlich sagen, nee, der ist ertrunken, beziehungsweise erstickt ziemlich schnell. Und das sind schon so Kleinigkeiten, wo ich mir so direkt in den ersten 3 Minuten denke, mach's doch wenigstens ein bisschen ordentlich, wenn du versuchen willst, hier ein bisschen eine ordentliche Geschichte zu erzählen. Kurzum, der Cast ist sowohl in seinen Figuren, die alle so flach geschrieben sind und gar keine Bedeutung haben und deswegen überhaupt keine irgendwie interessante emotionale Verbindung haben, leider sehr austauschbar. Sowohl in der Schreibe als auch im Spiel, bis auf die Hauptdarstellerin. Der Film sieht von der Kameraarbeit, finde ich, okay aus, aber zu oft sieht man die Greenscreens, da hatte ich das Gefühl, ja okay, sind sie nicht wirklich auf der Szene so um den Kopf immer rum, dieses Blurry, wo ich so denke, ah, das ist ineinander hineingepackt, weil sie da sicherlich keine Drehgenehmigung auf dem Wasser hatten. Ansonsten ist es so ein Film, wo ich auch die Musik so vor sich her dudelt und ich das Gefühl hatte, ist mehr Content als Film. Es soll wahrscheinlich ein zweiter Teil kommen. Das Publikum bekommt eben, wonach es verlangt, wenn sie diese Filme schaut. Und am ehesten hat für mich im Wasser der Sand funktioniert, als ich dachte, okay, es ist Unterhaltung in Anführungszeichen, aber auch nichts, wo ich gefühlt nicht den Raum für 3 Minuten verlassen könnte und dabei dann nichts verpasse. Ich bin am Ende für den Hai gewesen, weil die Menschen meist nervig waren und vielleicht am ehesten noch zu sehen Hai als Metapher für Klimawandel, wenn man dem Ganzen irgendwie eine tiefere Ebene verleihen wollte, aber das ist vielleicht dann auch schon zu viel mitgedacht. Nimmt der Film sich viel zu ernst bei dem, was passiert, ist weder trashig genug, aber dann eben nicht ernst genug. Ich finde den ziemlich unterdurchschnittlich gespielt. Die Idee ist sehr schwachsinnig, wie ich finde. Und immer müssen diese faszinierenden Tiere herhalten, um da so eine tiefe Angst immer weiter auszukerben bei den Menschen. Dabei sind sie so faszinierend. Okay, da bin ich am Ende meiner Review zu Im Wasser der Sand, der von mir 5 von 10 möglichen Punkten als, naja, eigentlich nicht, 4,5 von 10 möglichen Punkten als Action-Thriller-Creature-Feature bekommt und 3,5 von 10 möglichen Punkten insgesamt. Mach es deutlich schlechter oder deutlich besser aus meiner Sicht. Dann findet man klarer eine Zielgruppe. Okay, dann bin ich am Ende dieser Review. Bin gespannt, weil ich ja so hinten dran bin, wenn ihr den Film gesehen habt, was ihr zu ihm sagt. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.